Hallo und willkommen zu einem Video-Review von Pro Illusionist. Ich bin Markus Bender und habe mir Fully Packed von Joker Magic angeschaut. Ein Close-Up-Effekt der anderen Art. Das ist ein Kartentrick, aber es ist eigentlich doch kein Kartentrick. Und von daher ist es vielleicht für viele, die sagen, ich führe gerne Close-Up vor, aber ich suche immer mal was anderes, was nichts mit Karten zu tun hat, sehr, sehr interessant. Wie der Effekt in der Performance aussieht, das kann man im Trailer sehen. Den habe ich unten in der Videobeschreibung, wie immer, verlinkt. Grob gesagt geht es darum, man lässt den Zuschauer scheinbar eine rote Karte ziehen, kann er wählen aus drei Karten, zwei schwarze, eine rote, er soll die rote herausnehmen, zieht jedoch eine schwarze und die anderen beiden Karten, die man in der Hand hat, sind dann auch schwarz und die rote Karte ist quasi verschwunden. Und nun geht mal den klassischen Plot, dass man sagt, sie sind in meiner Brieftasche, holt die Brieftasche heraus, klappt sie auf und zieht ein normales Kartenspiel, also eine Schachtel heraus, die ist aber blau. Man legt sie zur Seite, sagt, okay, dann, ist ja eine rote Karte, also rote Rückseite, dann greift man wieder rein, holt wieder ein blaues Kartenspiel raus, legt es nebenhin, da liegen also quasi schon zwei blaue Kartenschachteln da. Und in der dritten Kartenschachtel, die man dann aus dem Portemonnaie rausholt, das ist dann eine rote, befindet sich natürlich die Karte des Zuschauers. Zum Schluss, und das sieht man im Trailer am Ende ganz gut, finde ich es ganz witzig, dass man diese drei Schachteln nehmen kann, legt sie auf die aufgeklappte Wallet und demonstriert, dass sie da gar nicht reingepasst haben können. Man holt also quasi drei, ganz normale Kartenschachteln aus dem Wallet heraus. Und das, finde ich, ist wirklich toll gemacht. Es ist ein toller Effekt, sehr, sehr einfach vorzuführen und super vorzubereiten. Er ist nicht, so 200% Table-Hopping geeignet, weil man eine kleine Reset-Zeit hat, die aber nicht lange ist, sondern einfach nur ein paar Sekunden. Aber ich würde es jetzt nicht an jedem Tisch vorführen wollen, um es dann wieder zu resetten, sondern das ist eher so ein Effekt. Und diese Effekte mag ich ja sehr, die das Close-Up-Programm, das Table-Hopping-Programm an diesem Tisch unterschiedlich machen zu dem an einem anderen Tisch. Und sowas habe ich in meinem Table-Hopping eigentlich immer dabei, dass ich mein Programm nicht zu 100% irgendwann an einem Tisch wiederholt. Ich habe sowieso kein festes Programm beim Table-Hopping. Ich mache das eher so ein bisschen Freestyle, habe verschiedene Sachen, die ich ohne Vorbereitung immer machen kann und schaue dann, was stehen die Leute an diesem Tisch, worauf haben die Bock. Und dann streue ich am Ende, oder auch mittendrin, aber meistens am Ende, einen Effekt ein, den ich nur an diesem Tisch oder vielleicht noch an einem anderen Tisch an diesem Abend mache. Und da wäre dann der zum Beispiel so einer, den man da machen kann. Den bereitet man dann einmal am Abend, wenn man eine kurze Pause macht oder so, schnell wieder vor. Und kann ihn dann in der zweiten Session oder nach der kurzen Pause, die man vielleicht macht, um sich überhaupt ein bisschen wieder zurechtzufinden und auszustaffieren mit Zeug, das man braucht, um ihn dann an einem zweiten Tisch vorzuführen. Ich habe es schon mal ausprobiert, es ist sehr stark, ist wirklich sehr, sehr einfach vorzuführen. Und das, was man bekommt, ist qualitativ auch sehr gut. Man bekommt diese drei Kartenschachteln und das Wallet dazu und die entsprechenden Gimmickkarten, die man braucht, um den Effekt wirklich kinderleicht vorführen zu können. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich hier auch sehr, sehr gut und von daher kann ich hier eine ganz klare Kaufempfehlung geben für Fully Packed von Joker Magic. Ja, das war's schon zu dem Effekt. Ich sage viel Spaß beim Vorführen, wenn es euch interessiert und einstudieren muss man es nicht großartig. Man probiert es einfach ein, zweimal raus, um das Handling zu haben. Dabei aber auch viel Spaß und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.